Und damit herzlich willkommen zurück zu Starbound. Da sind wir wieder. Wir questen uns. Halt, bleib hier, Dame. Ich red mal mit ihr. A fair trade. Thanks for the coffee, but I'm not drinking it straight out of your meta manipulator. You'll need to do better than that for a tech card. Talk to me again when you're not busy. Except. Fill her up. If you go to a desert planet and make me a glass mug out of heated sand, I might actually be able to drink that coffee you gave me. Maybe then I'll give you the tech card. Maybe then. Gut, weil wir das alles ja ganz netterweise vom Theater in der letzten Folge noch bekommen haben, rede ich sie nochmal an. Coffee. I really need to stir it before I'm satisfied though. Talk to me again when you're ready to finish this up. Ja, was heißt das? Was heißt nochmal stir? Das heißt nur aufbrühen oder nicht? Oder was? Weißt du auch nicht, ne? Hätte ich jetzt mal nicht fragen sollen. Aber wenn man dann nochmal anspricht, dann passiert wieder was anderes. Ja, genau. Da sagt sie nämlich was, if you get some steel and forge a steering spoon for me, the drink will be perfect. Crafted on a metal workstation and I'll surely give you the blank tech card. Also, wir brauchen jetzt Stahl. Ohne Ende Stahl. Ach, rühren heißt dir. Ah, ich dachte, das heißt, na gut. Es heißt ganz viel, aber unter anderem heißt dieses Wort wohl rühren. Ah ja. Sagt das Internet. Dieses Internet immer. Okay, also wir brauchen jetzt eine Metal Workstation. Die haben wir schon. Die steht ja bei dir, warte mal. Ist das, ach nee, ach so, ja natürlich, die steht schon bei mir, natürlich. Blöp. Aber natürlich ist das ja nicht aus Kopf vor der Löffel, sondern die will ja, um ihren Kaffee vernünftig umzurühren, scheint auch. Ah, nee, Quatsch. Metal Workstation haben wir gar nicht. Nee, wir haben den... Ja. Das heißt, wir brauchen 20 Stahlbar. Woraus wird den Stahlbarren hergestellt? Aus Eisen und Kohle. Ist das so? Nö, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich brauchen wir... Was? Wir brauchen ein Alloy-Furnace, einen besseren Ofen. Der kann Stahl und andere starke Materialien craften. Okay. Ich könnte ihn bauen, wenn ich noch 9 Glas hätte. Hast du genug Steel Bars? Nein, ich habe Iron Bars, brauche ich dafür. Ach so, ja, die Steel Bars, die baut der dann erst. Ja, genau, die meine ich auch. Sand, sagtest du, ja? Ja. Die kann ich ja im Ofen bauen, ne? Ja. Glasblock oder Glasblock? Wo ist denn der Unterschied? Ja, genau, beides am besten. Wo ist denn, warum habe ich das zweimal hier drin stehen? Weil du einmal das aus feinem Sand und einmal aus Sand machst. Lol. Ah, hast du wahr. 9, sagtest du, ne? Glaub schon. Ah. Medical Syringe und eine Empty Bottle. So, jetzt. Quatsch. Weg. So. Wo ist es denn? Ganz unten irgendwo. Ach, man kann noch einen Avon Anvil? Den haben wir. Ja, warum ist der plötzlich grün umrandet? Gute Frage. Sehr gute Frage. Ach, die Anfangssachen waren grün, ich weiß nicht. 7 Shin. Wie viel? Was? Hast du deine Kupfer schon in Bars? Ja, Bars? Habe ich gerade gemacht. Okay. Wie viel hast du? 13. Ah, super. Ich habe 7. Dann könntest du mir ja 3 geben. Wie sagst du denn weniger als ich? Weil ich ja nichts gefunden habe. Aber du hast doch die ganze Zeit gesucht. Ja, richtig. Gesucht. Das ist ja das Stichwort. Gesucht, aber nichts gefunden. Nichts gefunden. Juhu. Ja, wollten wir nicht gerade was anderes machen? Jetzt vermischst du hier die beiden Quests. Das ist doch voll verwirrend. Entschuldigung. Aber ich, Wie viel Glas hattest du denn jetzt? Hab ich dir schon gegeben. Oh. Und wo habe ich jetzt nochmal das Ding gefunden? In dem Steel Dingsbums hier links neben mir. 10 Silber. Ah ja.
Und du hast jetzt gerade das dem Pferd schon die Sachen wiedergegeben. Jo. Wo steht denn das Zelt mitten im Raum? Alter, ernsthaft. Coolio. Gut. Dann hau den mal dahin, den Klotz. Alter, ist ja wirklich einer. Gut, für Steel Bars brauchen wir Iron Bars und Öl. Öl? Ja, wahrscheinlich. Öl? Dieses Spiel macht mich fertig. Ja, das war doch mal anders. Mein Kohle war sowieso dann immer knapp und ein bisschen nervig. Jedenfalls am Anfang. Okay. Wie kriegt man denn Öl? Aus Pflanzen oder was? Pflanzenöl. Also wir müssen auf irgendeinem Planeten bis nach unten buddeln und eine Quelle finden. Ja, das stimmt. Ja gut, du hast jetzt schon die Quest gemacht mit dem. Du hast jetzt schon bessere Mathemann, nicht meine. Ja, Mathemann blubbst. Kann ich das bei dir auch machen? Ja, cool. Das ist ja schön, dass ich jetzt die ganzen Quests bei dir auch machen kann. Mhm. Das kommt dem Multiplayer allerdings sehr entgegen. Durchaus. Juhu. Ja, jetzt brauche ich schon wieder Refined Silver, um das abzudaten. Achso, dann kann der Flüssigkeiten einsammeln, wenn wir nach dem nächsten Update. Mit Silber? Ja, mit Refined Silver. Ich weiß nicht, was er jetzt in diesem Update kann. Wahrscheinlich nur ein bisschen besser. Der kann Flüssigkeiten einsammeln. Das finde ich ja witzig. Ja, habe ich einen Silberohr. Lol, 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 lol. Wie geil ist das denn? Wieso bist du eigentlich jetzt unser Anführer? Was? Warte mal. Nee. Okay. Nice warm coffee. Das wie geil ist denn was? Ja, das hier. Ach, du hattest so viel Silber? Ja, ich habe Silber gefunden. Krass. Statt, Jetzt kannst du tatsächlich Flüssigkeit mit hochbringen. Ja, juhu, ich bin vergiftet. Yeah, ich bin vergiftet. Ja, und ich will mal gucken, ob ich den auch wieder abbauen kann. Sieht's aus. Warte. Gut, eine Badewanne. Ja, und man kann es auch nur in Behältnisse füllen. Das und ist sehr, sehr cool. Aber jetzt will ich mal wissen, ist der denn auch besser geworden? Das nächste Update, Gold und Titanium, ist... Alter, ja, jetzt geht's deutlich schneller. Gold und Titanium braucht man dafür jeweils 10 Stück. Plansch, Plansch, Titanium, Plansch. Alter, Titanium auch noch, oh Mann. Sugar. An der Building nice. Okay, ich hab vergessen, was wir noch brauchen. Auf jeden Fall keine Spitzhacken mehr. Nee, genau, beim nächsten. Öl brauchen wir. Genau, richtig. Beim nächsten Update des Meta Manipulators, also mit Gold und Platinum braucht man dafür, vergrößert sich die. Entweder die Reichweite oder die. Die Fläche. Die Fläche. Das weiß ich gerade nicht mehr. Aber jetzt kannst du jedenfalls Öl einsammeln, wenn mal irgendwo hier Öl sein sollte. Genau. Gut, ne? Habe ich extra gemacht. Der hat gerade die Hand so ausgestreckt. Ja, der hat so ein Kame, der macht dann so ein Kamehameha. Achso, ich dachte, der hat gesagt, halt nicht schießen oder so. Ja, sind wir nicht gerade auch schon nach rechts gelaufen, ja, oder du? Wollen wir nicht jetzt nach links laufen? Mhm. Und schon läufst du nach links. Yeah.
Die ist witzig. Und wo hast du die Waffe eigentlich gekauft? Nee, nirgends, die habe ich, glaube ich, irgendwo aus Versehen mal gefunden. Achso. Achso, warte mal, wenn... Wie viel... 88. Okay. Ich will mal kurz gucken, wie schnell das Ding jetzt irgendwas abbaut, weil... Naja, wenigstens ein bisschen schneller, das ist schon okay. Ach, ich komme da nicht hoch. Ich brauche so unbedingt diese Tech-Card. Ich weiß auch nicht, warum man niemals was anderes nehmen sollte als den Double, also den Pulse-Jump. Ja, aber die anderen Sachen klangen auch, das war irgendwie was anderes. Das kann ich alles nicht. Aber der Dash ist einfach ja nur so... Ja, den, genau. Das habe ich auch gedacht, dass wir den ja schon mal hatten. Dafür brauchst du auch zum Aufladen. Läuft mich an. Was ist das für ein Ding? Ah, das ist eine Truhe! Wow! Ist das so eine Truhe? Wow. Ich dachte erst, es wäre irgendwas Sinnloses, aber es ist etwas sehr Sinnloses. Aber es sieht lustig aus. Okay. Ich habe Flügel. Nein, ich habe keine Flügel. Achso, warte mal, ich habe da ja noch was. Was ist das? Achso, Cool. Was? Cool Computer. Achso, ich habe Cool Computer. Greif mich doch nicht an. Learn to craft Flower Lamp. Na, immerhin. Es ist ja schon wieder Nacht. Hier ist ja andauernd nur Nacht. Uah. Ja. Ja, solche Sachen kann man jetzt auch, Angaben kann man jetzt ja auch lesen hier. Genau. Wo es auf Planeten geht. Da hatten wir es schon mal erwähnt. Schießt er. Ah, ich nehme auch mal wieder eine Nahkampfwaffe, auch wenn die blöd ist. Vorteil bei meiner Nahkampfwaffe, die macht es ein bisschen heller, weil die mit Flammen funktioniert. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht hauen. Aua. Dich wohl. Au. Oh oh. Man übersieht diese Truhen echt so einfach. Hier ist zwar nichts Schönes drin, aber... Er schon wieder. Alter, was? Ich kann Bonbons craften. Was? Ich habe versehentlich Zucker aufgehoben. Gemeinheit. Ah, oh, der schießt ja auch noch. Bist du lieb? Ja. Ist ja ein Pudel. Pudel auf Matt. So. Ah, Kaffeebohnen brauchen wir nicht mehr. Aua. Wahrscheinlich nicht. Außer wenn wir uns selber noch eine Kaffeemaschine da oben hinstellen können. Ich habe aber noch 3 warme Kaffee auf der Hand. Und wir können es eh keinen Löffel leisten. Nun gut. Nein. Oh. Bist du immer noch nach links? Okay. Nehmen wir wieder eine Waffe in der Hand. Da bist du. Da kommt er mit seiner Überwaffe und haut ihn einfach tot. Uber. Hast du meinen tollen Flügel gesehen? Ja. Oh. Aber ich finde das echt witzig, dass man... Oh, da oben ist eine Truhe. Dass man, Dingsbums kann. Dass man was kann? Jetzt Flüssigkeit. Ich komme nicht hoch. Schwere Geburt hier, wo ist denn hier eine Truhe? Aber ich hab's trotzdem eingesammelt.
Aber ich weiß nicht mehr, was ich eingesammelt habe. Ah, hier, ich kann es dir geben. Hatte ich schon. Aber du brauchst es. Was brauche ich? Das Ding hier, warte. Wo bist du? Hier so? Loch geworden. Das finde ich hier nicht mehr raus. Also, ja. Ein Rucksack-Sack. The perfect backpack to store all the essentials for exploring. Ja, den nehme ich auch wieder drauf. Warte, da waren sogar zwei Rucksäcke drin. Ich habe jetzt einen Rucksack und den ziehe ich mit einem Rucksack über. Hey. Unglaublich. Ja. Gut, achso, Öl suchen wir. Ja, aber Öl werden wir ja wohl nicht an der Oberfläche finden, oder? Je nachdem. Ja, wenn man es richtig einsammeln muss, wahrscheinlich nicht, ne? Und nicht irgendwie gewinnen, indem man. Ja, oder man braucht noch eine Refinery. Ach, da hätten wir auch nachgucken sollen. Ach, die sind so doof. Ja, die Refinery, das war doch irgendwie für was anderes. Ja, es war vieles für anderes. Ja, stimmt. Vielleicht kann man aus Kohle in der Refinery Öl herstellen. Das ist möglich. Ergebe auch Sinn, weil irgendwie außer man braucht dafür Stil, dann gibt's keinen Sinn, aber. Muss auf jeden Fall das Video. Alter! Oh, 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 ein Schmetterling. Alter, der ist aber sowas von dran. Wieso geht der auf mich? Jetzt hätte ich so gern einen Double Jump. Oh. Ey, triff den doch mal. So. Tot. Du bist tot, aber der ist auch tot. Ja, der hat irgendwas Witziges gedroppt. Ja, ich wollte nach oben, um mal zu gucken, was diese Refinery kann. Ey. Ja, das ist eine gute Idee. Wo konnte man die nochmal bözen? Hier, ne? Refinery. Used to be raw pixels from ore. Nee, doch nicht. Die Waffe ist jetzt irgendwie schlechter als meine. Aber sie hat einen größeren Schaden per Swing und das mache ich ja. Deswegen nehme ich die jetzt. Und weil du dafür dein Leben gelassen hast. Okay. Oh. Und jetzt ist übrigens wieder Tag geworden. Ach man. Oh witzig, wenn man nach Starbound Upbeat Giraffe googelt, dann wird mein Video angezeigt. Wirklich? Mhm. Cool. Okay, um Öl zu bekommen, müssen wir in eine auf einen Wüstenplanet. Ich will trotzdem diesen hier auch gerne umrunden. Ja. Aha. Waren wir auf dem schon? Nee. Haben wir noch nicht. Ich flieg da schon mal hinne. Ja. Moment, welches Schiff steht hier gerade bei diesem Planeten? Deins? Nee. Das ist aber immer noch das gleiche System. Also ich bin einfach nur ein Planet weitergeflogen. Und dein Schiff steht, glaube ich, auf dem anderen Planeten neben. Meins steht am Gate, oder? Nee. Nee. Glaub nicht. Aber ich finde diesen Planeten auf jeden Fall wieder. Das wäre nicht so das tragische Problem. Ja, und schon wieder eine bessere Waffe gefunden, als die ich jetzt trage. Aber aus Prinzip. Ah, jetzt habe ich auch passende Schuhe. Passende Hose zu meinem Outfit. Das heißt, du willst den da hinten noch eben zu Ende umrunden? Ja, wenn ich jetzt gerade hier bin. Alles klar. Ich bin nämlich jetzt schon beim Wüstenplaneten. Ja. Und ich habe eine Toilette gefunden. Uhu, sehr gut. Würde aber sagen, dass wie ich den, also du umrundest in der nächsten Folge und ich mache hier dann. Ja, ich gehe in der nächsten Folge wahrscheinlich in die Kloak und sterbe mal wieder. Okay. Aber dann können wir wenigstens wissen, ich mache ja ein Zeichen, Moment, dass wir hier schon waren. Nur wissen, von welcher Seite wir hier waren. Aber
Mache ich den Pfeil dann nach links oder nach rechts, wenn ich wissen würde? Ich mache ihn nach oben. Egal. Okay. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Seid gespannt, was hier passiert. Ciao. Tschüss.